immer gut gemacht, dass man so seine Form ändert, je nachdem, in welcher Welt man ist, dass man sich so angepasst hat. Donald, Goofy, why do you guys look like monsters? Um bei den ein oder anderen Sachen oben raufzukommen. Stimmt, ich denke mal, dass heute die Monster-Gear fällig ist. Was wir nochmal machen könnten, ist bisschen kochen zu versuchen. Aber so richtig Bock hätte ich jetzt dazu auch nicht, wenn ich ehrlich bin. We brought some ingredients. Ja, könnt's ja mal machen. Heute auch noch ein bisschen mit dem Internet rum experimentiert, deswegen mache ich mal nebenbei auch mal meinen Stream an. Nicht, dass das hier die ganze Zeit hakt, wenn ich das gar nicht mitbekomme. Aber eigentlich sieht es ganz gut aus, ne? He hasn't started? Huh? Whoa, whoa, hold on. Hey, hey. Oh no! Oh, whoa! Would you. You're gonna make me cook? Okay, was wollen wir denn machen? Less Entrance, Less Portage. Neue Suppe. Eine neue Suppe? Nee, nee, nee. Vorspeise auch nicht. Fleischgerichte? Hm. Inspiration für neue Gerichte. Aha. Da ist eine Flamme vor. Das ist bestimmt schön scharf. Dann vielleicht doppelt. Da sehen wir uns. Kreiere das perfekte Flambé. Bewege L im Kreis, um genau die richtige Menge aus der Flasche zu gießen. Wenn du glaubst, dass dir geglückt, neige R nach unten, um das Essen zu flambieren. Du hast ein Zeitlimit beim Kochen. Erhalte immer die Sanduhr am Rand der Küche im Auge. Ich glaube, ich werde es voll verkacken. Bin ich ehrlich jetzt. Das Geheimnis leckerer Gerichte ist eine gute Vorstellungskraft. Wenn Soros kulinarische Fantasie bildschirmfüllend mit ihm durchgeht, ist das genau der Moment, in dem du eher nach unten neigst. Nicht früher, aber auch nicht später. Sei äußerst vorsichtig, nicht zu viel Flüssigkeit auszugießen. War schon gut. War schon gut. Ey, es geht ja voll schnell. Boah. Komm, dann machen wir noch ein paar Gerichte. Machen wir das hier. Ja. Das wissen wir. Das kennen wir. Das kennen wir. Das kennen wir. Kochen lernen bei Funi. So nämlich, so nämlich. Ratatouille, das war sogar Ratatouille. Weil der Film heißt Ratatouille und so. Passt voll gut. Hey, nein, 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 zu schnell, da war ich zu schnell, da war ich zu schnell. Exzellent. Exzellentos. War schon gut. Ach, scheiße, das war mein letztes Sprite. Muss ich umsteigen. Auch eine schöne Punk. Aber auch gesund. Zero. Zero Zucker, Zero. Hat man das Zischen gehört? Wäre doch angenehm bestimmt.
schmeckt dich schlecht? Mit dem Kochen beginnen. Oder hatten wir das gerade gemacht? Hallo, 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 schneller. Schneller. Dass das Sound-Timer mal kurz weggeht bei dem Scheiß hier. Verstehe ich nicht. Capture Card muss ran. Hm. Jetzt haben wir nur noch so ein Fleischgericht, würde ich sagen. Hier so eins vielleicht. Hm. Oh, neues. Neige abwechselnd L1 und R nach unten, genau wenn die Ringe sich schließen, um Pfeffer zu verstreuen. Okay. Ich hab's verkackt. Nochmal. Das müssen wir doch besser hinbekommen. Exzellent. Gutes Gericht. Was war es für ein Gericht? Sag es mir, Ratatouille. Ratatouille. Mm. Die Seezungen. Und noch ein zweites Wort, was ich nicht aussprechen kann. Versuchen wir uns daran nochmal. Boah, wie schnell ging das? Wie schnell ging das? Wie schnell ging das? Sorry. Nochmal, würde ich sagen. Und los. Hä? Als ob mir das jetzt nochmal passiert ist. Sorry. Warum habe ich es nochmal? Oh. Ich glaube, jetzt hätte ich es perfekt hinbekommen, wirklich. Neige L und R nach rechts oder nach links, also nach außen, und drück auf die Schale ausüben. Hast du die Schale ausreichend aufgebrochen, drücke L oder R gleichzeitig um. Drücke L und R gleichzeitig, um den Inhalt der Schlüssel zu geben. Okay. Wir versuchen es. Ja, das kennen wir doch. Das können wir. Es war perfekt. Würde ich sagen. Warum denn zu stark? Ich drück doch immer L1 und R1. Okay, jetzt einen vorsichtigen. Ich verstehe es nicht. Sorry. Das verstehe ich nicht. Nö, da bin ich auch raus. Auch in echten Eier in die Pfanne zu bekommen, das. Da bin ich auch echt schlecht dran. Immer ein Schalenstück ist mit dabei. Immer. Das ist mehr mein Gericht. Das kann er. Das kann er. Oh, einen zusätzlichen Stern erhalten. Ha! My bistro's future is looking bright. The new recipes are a smash. Those ingredients of yours must really have got little chef's gears a turning. Soon we'll be chasing customers away. Keep up the good work. We try, right, little chef? Ein Gourmet-Ring. Sehe ich mich? Hm. Komm, das mit den Eiern müssen wir noch hinbekommen. Das ist. Oh, da ist nochmal Ei-Gericht. Dann suchen wir das da. Komm schon jetzt. Nice!
Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Ah, noch eins brauchen wir nicht machen. Noch eins brauchen wir nicht. Aber jetzt müssen wir das hier nochmal schaffen. Jetzt vorsichtigen. Vorsichtigen jetzt. Hey, ich verstehe das. Ich verstehe es nicht. Warum klappt es hier nicht? Warum nicht? Deswegen koche ich auch nicht in echt. Bin mehr so der Besteller, muss ich, bin ich ehrlich. Komm, schnell raus hier. Rox ist ein Freund unserer anderen. Ich's war, dann ist der auch unser Freund. Wir müssen ihn finden. Aber ich weiß gar nicht. Roxas? Was aus ihm passiert ist im ersten Teil. Zweiten Teil, meine ich. Erster Teil war er noch gar nicht. Ich glaube, dass wir uns irgendwie in Herz teilen oder so. Irgendwas war da. So, und ich glaube, jetzt geht's tatsächlich in die Monster-AG ran. Auch wieder ein Satz, den man halt nicht jeden Tag sagt. Alleine, dass wir da oben, also bei meinem alten ersten Speicherstand, 18 Stunden 37 gespielt haben und erst Level 24 waren und hier Level 27. Gerade gesehen, dass meine Cam gar nicht geladen hat. Dann ist sie wieder ausgegangen. Wäre wieder der Profi am Start gewesen. Ja, zum Monster geht das. Da ist sie doch. Nee, das ist. Doch, das ist. Nee, das ist. Das ist nicht die Monster AG. Da, das ist die Monster AG. Ja, ja. Hier wollen wir hin. Warum ist das jetzt hier so laut, ey? Warum bleibt der denn direkt? Laut hier der Sound, was soll das? Ich muss raus. So ist es. Der gelbe ist doch jetzt der Wegpunkt, wo ich hin muss. Right? Right. So, da darf ich nicht in die Nähe, weil irgendwas passiert da. Passiert da immer. Oh, yeah. Uff. Ich mir hier für einen Weg ausgesucht, ey. Gönnen, gönnen, muss man können. Aber das sind XP-Bällchen. Das nur Gold, also Geld. Oder ein goldenes Gelb. Okay, ja, ich höre lieber auf. Ja gut, dann können wir auch hier längs fliegen. Das war knapp. Wir dürfen nur nicht diese Dinger hier berühren. Aber man muss immer Level und looten. Level und looten ist alles, was ich mache. Das muss auch in jedem guten Spiel drin sein. Du kannst dich jetzt an einen neuen Ort teleportieren. Nein! Komm schon, geh los, da jetzt ran.
Boah, nicht gegen so ein Mega-Viech wieder, Alter. Obwohl, der geht. Der ist, glaube ich, schnell machbar. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja, esst mich einfach auf. Komm schon, mach ihn jetzt fertig. Jetzt ist er gleich fällig. Aua, 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 aua. War das jetzt in 3D, Alter? Ich glaube, dann hätte ich mich schon bis vielleicht ein bisschen eingenässt. Vielleicht. Ja, auch wenn er jetzt unsichtbar ist, kann ich ihn doch trotzdem treffen, oder? What? Kann ich nicht? Aua. Und dann kommt der da auf einmal wieder drin, weißt du? Die Attacke darf ich ja safe nicht abbekommen. Wenn die so mega lange lädt. Safe darf man die nicht abbekommen. Muss auch sagen, irgendwie nicht so Bock auf die Welt von der Monster AG, ne? Weiß nicht, ich weiß noch, dass ich die optisch immer nicht ganz so gut fand, meine ich. Irgendwas war da. Naja, wir gucken uns das gleich ganz neutral an. Sagt er, nachdem er über die abgelabert hat. Alles gut. Gibt es eigentlich die Findet Nemo-Welt? Ich glaube, habe ich schon mal gefragt, ne? Ja, es dauert ja noch ewig. Ja, jetzt ist er wieder unsichtbar und gleich snackt er, will er mich wieder aufsnacken. Jetzt will er mich doch wieder aufsnacken. Ich glaube, wir müssen mal gleich ein neues Mobil holen. Dass wir ihnen ein bisschen mehr Schaden zufügen können, wenn ich ehrlich bin. Wenn wir hier die Monster hier durchhaben, mache ich mir ein neues Gefährt. Ah, warum konnte ich da nicht noch ausweichen? Wie schlecht bin ich denn? Oh, hat er mich? Nee, ich glaube, er hat mich nicht getroffen, ne? Ich glaube, er hat mich nicht getroffen, tatsächlich. Wie lange er lädt? Ich denke immer, da kommt so ein mega Solarstrahl raus oder so. Ja, gut. Letzter Lebensbalken, den haben wir gleich. Dauert auch echt lange genug, muss ich sagen. Weißt du, dass ein neues Gefährt zu erstellen richtig eklig schwer ist. Auf jeden Fall im zweiten Teil und so. Dritten habe ich es ja noch nicht gemacht. Nee, jetzt gar keinen Bock vom Ende des Ziels jetzt nochmal drauf zu gehen. Das wäre doch. Oh, das wäre so nervig. So wie der Sound, so nervig wäre das. Aber wir haben ihn doch gleich. Komm schon. Ja. Oh, hätte ich keinen Bock mehr gehabt, das nochmal zu machen. Gar keinen Bock. Komischen Geschmack heute Morgen, deswegen. Ganz gut, dass ich noch ein bisschen was mit Geschmack habe.
Jo. Kampf verlassen. Jetzt müssten wir ja rein theoretisch eigentlich einfach da landen können bei denen. In dieser Welt landen? Ja, auf geht es. Auf geht Herr Peter. Immer gut gemacht, dass man so seine Form ändert, je nachdem, in welcher Welt man ist, dass man sich so angepasst hat. Hm? Oh. Wow. Donald, Goofy, why do you guys look like monsters? Pew, pew, pew. Well, you both scared me. Whoa. Seriously? Is this how we blend in here? That's right. It's about time you got on. Oh? Could you guys take a few steps back? You're giving me the heebie-jeebies. You take a step back. Come on. I think our new look could turn out to be lots of fun. Oh. Wonder what kind of weirdos live here. Who'd have thunk he'd get so creeped out? It says, we scare because we care? That's odd. Doesn't sound very caring. If they look like us, then they could be trouble. I think we better investigate. Monster AG. Ähnlich angestellt in der Monster AG. War schon immer mein Wunsch. Und mein Traum natürlich auch. Monstropolis. Monstropolis. Ach du Ickeneune. Gibt es jetzt auch noch einen zweiten Film, meine ich, ne? Noch irgendwie die Monster-Uni oder so. Eigentlich immer mit ganz coolen Charakteren. Mal gucken, auf welche wir alle treffen. Eigentlich müssten wir ja aber gut wie auf alle treffen. Oh. Ooh. Ooh. Wow. Wee. Hm? I wonder who those guys are. What? Careful, Sully. If they see the KID. It's fine. We got nothing to hide. But you're the CEO! You set the example! Hmm. Guys! It's not what it looks like. Okay, listen. That kid over there just popped out of nowhere. We gotta call the CDA. A code 835. Are you trying to scare that little girl? Yes! I mean, no! We're done with scare power. Nobody's getting scared. Mike, take it easy. You should too, Sora. You see? She's happy. Oh. Hello. My name is Sora. Boo. Oh, is that your name? Nice to meet you, Boo. Hold on! You guys really aren't afraid of humans? Mike Wazowski! Huh? Come on, Boo! I'm Mike Wazowski! Mike Wazowski! Well, you can see the resemblance. That googly bear eye. What's going on? I'm Donald Duck! Mike Wazowski! Mike Wazowski! I'm Goofy! Well, my name's Sully, and this is... Oh, we know. Mike Wazowski, right? Hmm? What's the matter, Boo?
sind sie ja endlich. Hab mir gedacht, dann kommen die. Was macht denn der Krötenmensch da, oder? Der Kröterich. Voll dämlich, dass Goofy nur mit dem Schild kämpft. Gar keinen Sinn. Stay here, Kitty will be back. Those guys are right, Sully. This has got bad news written all over it. Yeah, we gotta keep Boo safe. I'm on it. Und direkt auf den Kröterich gehen? Ja, geil, dass sie sich auch direkt verstecken hier. Ich will doch nur den Goofy-Bomber aufladen. Wo Hyper haben wir aber auch. Oh. Level up, nice. Wir müssen eh mal gucken, ob wir gleich mal wieder ein paar Fähigkeiten dazu packen können. Das ist der Drillschlag. Ach ja, das Ding. Ey, der Kröterich kann ja gar nichts. Dafür ist die Filmeinblendung und so. Nice, Sully. Even with those extra pounds you put on. Still running circles around you, Butterball. Kitty! Hey, denkt sie, das Riesending ist eine Katze oder was? They couldn't have been heartless. It's on the tip of my tongue. I remember the king told us. Macht aber keinen Sinn. Negative emotions. Unversed? Oh yeah, them. Unversed. Uh-huh. A while back, the king fought a whole bunch of battles against them with the three missing Keyblade wielders. The same three that we're looking for? Aqua, Terra, and Ventus? We didn't want dependable help than you. Hey! Still, how come the Unversed are showing up now? I should be testing your screen power. Hey, I told you we're through using that! Besides, we have no idea who or what you're talking about. Oh, you'd really like the king. Uh-oh! Whoa! Order! Basically, we've come from far away to get rid of those creatures causing trouble. We're like exterminators? Just how far away? As far as you can imagine. Okay, let's just say we buy all that. Are those creeps dangerous? Extremely! They sure gave Boo a scare. Sully, I know you've missed her, but it's time to postpone our playdate. You're right, Mikey. Let's get our girl home. What are you planning to do? It's kind of a long story, but Boo's from another world. And we gotta send it back there to keep us safe. Okay, then. We're gonna help you. What? Well, the Unversed might try to cause more trouble. So, we want to come along. Great! We could use a couple of exterminators around here. Yeah, thanks. Aro, kein Problem. Ich werde nicht die Ersten, denen wir helfen müssen. Auch nicht die Letzten. Auch echt nicht mehr die Letzten. Hey, they need us. Besides, we need to figure out how all those Unversed got here. Oh, die große Partygruppe jetzt hier, ne? Mit Michael Gaffi und Dali. Monster G-Karte, nice. Auch, dass man die immer direkt zum Anfang findet. Warum hat man sie denn nicht einfach direkt so? Irgendwie, weiß ich nicht. Ob ich das so gut gemacht finde.
So, Zora, steh auf, Männchen. Nee. Also wir hätten 74 von 82 Punkte haben wir jetzt im Moment. Also haben wir noch ein bisschen was zu verteilen. Was ist denn der Bodenbrecher? Ach so, um ihn zu Boden zu schleudern. Nehmen wir rein. Nehmen wir rein. Mobilität, Luftgrätsche. Neige in der Luft L und drücke um gewünschte Richtung zu. Ah, okay, das hört sich cool an. Supersprung, ne, den fand ich nicht so gut. Supergleiter, neige im freien Fluss und drücke um weiter in die gewünschte Richtung zu fliegen. Die Fertigkeit kann aufgestapelt werden, um Effekte zu. Ne. Immunität und Dickschädel, was ist denn? Wirke Heilmagie, ohne von gegnerischen Treffern unterbrochen zu werden. Das ist nice. Behalte ein LP, wenn du zwei oder mehr LP hast, von einer Attacke getroffen wärst. Dieser Schutz erstreckt sich über eine gesamte gegnerische Combo. Hab's nicht verstanden. Behalte ein LP, wenn du zwei oder mehr LP hast. Hab's nicht verstanden. Attraktionszeit erhöht die Verfügbarkeitsdauer. Nee, das ist scheiße. Das ist scheiße. Scheißen. Oh, jetzt auch noch ein bisschen was über. Team. Was ist das? Erhöht die Verfügbarkeitsdauer von. Nee. Regeneriert jedes Mal MP, wenn du Schaden erleidest. Die Fähigkeit kann aufgestapelt werden, um den Effekt zu steigern. Den kriegst du auf jeden Fall. Und der Gophi? Trotzkopf Glücksboost. Erhöht die Häufigkeit, mit dem Gegner Items hinterlassen. Aha, Hyperheilung. Sei schneller wie der Kampf bereit und regeneriere mehr LP. Den nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Ausrüstung müssen wir mal gucken. Haben wir hier was Dunkles? Aha. Erhöht die Abwehr spürbar. Okay. Erhöht die Abwehr und Dunkelresistenz spürbar. Ja, dann nehmen wir das. Was ist das? Ach so, ein wenig nur, okay. Ja, komm. Dann nehmen wir das aber raus dafür, oder? Kann man das ablegen jetzt? Nee. Okay, schade. Expertenring. Angriff ein. Was ist das? Ernte Spitzenkoch. Also, ach so, Magie ein und. Ah, okay. Ja, nehmen wir den mit rein. Und dann kriegt Goofy. Weil die haben nämlich noch gar keine Ausrüstungsgegenstände. Der kriegt ein bisschen Abwehr. Und Items will ich euch eigentlich nicht so gerne geben. Zora kann aber mal ein paar Items haben. Ein Aether, High Aether oder Mega Potion. Ach, einfach nur eine Potion, würde ich sagen. Potion ist vom Leben regenerieren. Regen regenerieren. So. Beijam. Was wäre denn jetzt für ein Problem? Wollte ich nur den Shop aktivieren? Gucken, was er da so nämlich so hat. Vielleicht ein paar nette Waffen. Ein Zauberstab, der Angriff und Magie ausbalanciert. Ah ja. Uhrwerkschild. Sternschuppenschild, wie viel haben wir denn? Wir haben 12.000. Bin ich gerade. Bin ich gerade irgendwie doof oder so? Warum hat. Warum kostet dieses Schild 12.000? War ich davon dran? Ah, okay. Bin auf Menge von auf 32 Menge gekommen. Dann ist natürlich klar, dass es ein bisschen teurer wird. Aber für 600 nehmen wir doch das Schild mit hier. Ja, sicher. Wird Goofy sich freuen, würde ich sagen. Über den Stab. Angriff oder Magie? Eher Magie, würde ich sagen. Nimm mit den, der sieht doch ein bisschen cooler aus. Ausrüstung. Und dann. Mike Kowski. Nee, Goofy müssen wir hin.
Ritterschild. Hat jetzt 4, jetzt hast du mal 6. Ah, ist das schon mal nice. Und Donald. Oh, du hast sogar... Hä, er hatte sogar schon eine gute Waffe. Ach so, okay. Kann ich hier eigentlich auch verkaufen? Bestimmt, oder? Ja, wenn man auf verkaufen geht, kann man bestimmt verkaufen. Ah, darf auch keiner erzählen, ey, bin ich ehrlich. Das, oh, was geht eigentlich beim Schmieden? Das können wir ja mal schauen. Wenn du ein Mogri-Laden bist, vergiss nicht in der Schmiede vorbeizuschauen, wo du auf deinen Reisen eingesammelte Schmiedematerialien dazu benutzen kannst, neue Items herzustellen. Sammelziele, wenn du der Schmiede einen Besuch abstattest, übergibst du den Mogri automatisch alle eingesammelten Schmiedematerialien. Abhängig von den Materialien, die du eingesammelt hast, halten sie manchmal bestimmte Belohnungen für dich bereit. Ah ja. Ich hasse es, so viel zu lesen. Wenn du dich in der Schmiede befindest, kannst du Schmiedematerialien auch dazu benutzen, deine Schlüsselschwerter zu verstärken, also ihre Werte für Angriffe und Magie zu erhöhen und neue Fertigkeiten freizuschalten. Wenn dich die Gegner in bestimmten Gebieten vor größere Probleme stellen, ist das Verstärken deines Schlüsselschwerts vielleicht die Lösung dieser Probleme. Alles klar, wir spielen auf leicht, also von daher habe ich hier keine Probleme. So kreativ die Markris auch sein mögen, manchmal brauchen selbst sie ein wenig externe Inspiration. Kann nicht recht schließen, um neue Ideen aus dem Bommel zu schütteln. Bereise die Welten und bringe den Markri Fotos von den Motiven, von denen sie dir erzählen. Und erhalte dafür brandneue Schmiederezepte. Das mag sie. Ist doch jetzt okay. Hallo. 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 Dankeschön. Ihr hättet es auch getan, so eine kleine Auflistung. Links am Rand oder rechts am Rand. Bup, bup, bup. Das ist jetzt neu. Ist zur Verfügung. Jalla, Abfall, viel Spaß noch. Dankt. Schlüsselschwert. Das sind ja die ich jetzt schon habe. Braid Fun. Aha. Ist ja immer in Form von einem Anhänger. Das Schwert. Steckt Schlüsselschwert. Pulverschnee. Ist ja generell kein allzu schlechtes Schwert. Ja, das sind jetzt die Sammel. Aber ich kann doch auch. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht kann man sich hier ja auch irgendwie mal so ein Schlüsselschwert herstellen. Otomission, ah ja. Nö, dann bin ich aber auch erstmal jetzt tatsächlich raus. Da haben wir alles. Mal abspeichern, jetzt wo wir das alles geändert haben und so. Das ist sicher, ist sicher. Sichi ist sichi. Rechts oder links? Ich will mal rechts. Dass man hier auch überall raufschlagen kann, ist immer noch top. Aber die Einspieler sind halt echt viele. Immer. So, Monsters Incorporated used to rely on screen power from human kids for energy. But now we collect their laughter instead. It turns out, laughter is 10 times more powerful. Kitty! And we never figured it out without Boo. Cool. Our ship's powered by laughter, too. Guess we've got that in common. So was laughter machine. Come on, I am not.
Bisschen was los hier, wa? Wow, die gehen ja sogar in die Menschenwelt jetzt rein. Ruf da. Aua, aua, aua. This is terrible. Look, this boo's door. Go get Boo! We'll have to play another time, Boo. You stay here. Eve, bleibt sie nicht da. Ich nicht mit los. Ready to clean house? Wie er so einen mega Schlag macht und einfach auf dem Boden, weil die nicht da sind. So, und jetzt machen wir mal einen schönen klitzekleinen Raketentanz. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Und den Hyperhammer. Hä, lol. Wo sind hier mal die ein paar Gegner? Was sind das denn für dicke Dinger wieder? Ach, sind wieder Kröterichel. Wer konnte letzte größere Bruder von denen nichts, also. Was sollen die anrichten, ne? Haben die auch vielleicht von hinten Schutz oder so? Ah, jetzt können wir Trio-Wächter anwenden, aber die Fähigkeit feiere ich einfach auch null. Vielleicht nehmen wir die mal raus bei irgendeinem. Ich weiß gar nicht, ob man die rausziehen kann. Zack. Easy. So sieht auch ein bisschen schicker aus. Right here. Unsere Mitfahrgelegenheit, prima. Grab onto the door when you're ready. Got it. Ich sag jetzt das Buch weg. Halte dich an die Tür fest und begib dich ins Tür, was auch immer. Kannst du nicht lesen, weil meine Kamera darüber lappt. Der Profi ist wieder da. Befreit man jetzt hier die Schreie der Kinder? Oder was? Man hört ja so ein bisschen Geschrei im Hintergrund, wenn man hier auf diese Flaschen drauf bolzt. Oh, jetzt gar kein Bock hier überall alles wegzuballern. Weiß ich drauf auf die Münzen, nicht ehrlich. Ich dachte, ich soll mich jetzt hier drauf festhalten oder so. Oh, ich will nicht mit Sally reden. Auch nicht mit Kroslowski reden. Okay, auf geht er, Peter. Randall. Randall ist am Start, ey. Oh, I just got a great idea. Randall einfach sehr unsympathisch, der Charakter. Sehr unsympathisch.
Lad schneller. Und mega die Achterbahn. Ein, zwei Türen sind hier am Start, ne? Och nee. Okay, wie ging das nochmal? Ach ja, Holland. Noch am Start. Knapp. Das war knapp. Ein Doppellöhre. Ach du dicker Aal. Muss ich jetzt machen? Was muss ich da machen? Was muss ich da machen? Was muss ich da machen? Au. Supergleiter. Ah, vielleicht hätte ich. Hätte man den Supergleiter machen müssen. Das ist der Supergleiter? Ich weiß nicht. It's offline. We have to power it up. More bad guys. Don't worry. Keine Sorge, ich passe auf Boo auf. Ja, das hättest du gerade eben auch schon machen können, aber nee. Lachkraft. Erledige Herzlosen, die Buu Angst machen. Ah, okay. Damit wir sie dann zum Lachen bekommen und dadurch Energie bekommen. Aktivieren wir mal den Hyperhammer. Der kommt nämlich aus Toy Story und Toy Story sind ja so Spielzeuge. Müsst ihr das Kind auf jeden Fall zum Lachen bringen. Erstmal den Raketentanz. Der müsste doch ordentlich Lachkraft bringen, oder? Geht. Kann man noch normal schlagen? Also aber einfach lassen. Feuerwerk ist für mich ihr Ding oder was? Ist ehrlich, ey. Noch mehr. Jetzt werden sie genau da jetzt spawnen, die Viecher. Dann machen wir einfach die Teetasse. It's Tea Time. Kommt her, Alter. Oh, jetzt fliegen die alle in der Luft. Ich krieg hier die Krise. Ich krieg die Krise. Bitte. Ja, komm, dann mache ich das Finale, ey, ganz ehrlich gesagt. Der Goofy-Bomber, der macht doch mega Laune. Da müsste die Lachkraft doch direkt hochgehen, oder was? Also mir macht der Goofy-Bomber mega an. Boah, jetzt soll die Decken hier wegmachen. Den kann man auch nur von hinten angreifen. Aber ganz ehrlich gesagt, mit den Fähigkeiten, die wir haben, ist ja auch einfach nicht mehr so die Herausforderung. Strike, was ist das denn? Was passiert jetzt? Oh, ist andere Bohlen? Ja, sicher. Nice. The door's open. War das jetzt die Tür? Den Weg? Zu einer anderen Tür in dem gleichen Universum bringt? Macht ja gar keinen Sinn. Wir müssen Boost-Tür finden. Also erstmal einen Speicherer machen.
Aber war nicht Boos Tür irgendwas mit Buben drauf oder so? Was ist hier oben? Was ist das denn? Leuchtendes. Ich soll hier, ich will hier nicht aufspringen. Oh, leck mich am Arsch. Treffen die mich einfach? Ich glaub's nicht. So, jetzt versuchen wir da mit dem mega super Kleider mal durchzukommen, aber es geht ja auch nicht. Ach so, in Deckung gehen. In Deckung gehen mit Dreieck. Alles gut. Und jetzt wieder so hoch. Ah, okay. Aua. Guck mal, war doch nicht ganz verkehrt, was ich gemacht habe. Was? Was? Ja. Ohne Deckung gehen. Knapp, knapp, knapp. Aber es macht halt auch gar keinen Sinn. Warum sollen da auf einmal Blitze so entstehen? Und ein Raketentanz. Ganz klassischen Raketentanz durchführen jetzt. Ihre Teetasse, nein. Also durch die Tür kann man jetzt zu einem anderen Ort. Hier. Aber sonst können wir die Türen hier nicht aktivieren. Und von da kamen wir doch irgendwie, oder nicht? Wenn man gar keine Orientierung. Oh. Mickeys Symbol, davon müssen wir mal ein Foto machen. Und da passiert aber auch einfach nichts. Ja, dann gehen wir da mal durch die Tür. Gucken, wo wir da rauskommen. Boos Door should be right around here somewhere. Hier finden wir vielleicht ein paar Zutaten. Ja, gar keinen Bock auf Zutaten. Dann soll ich wieder kochen oder was? Eier auseinandernehmen? Da sehe ich mich nicht. Oh, Rinderfleisch. Für eine Rinderfleischsuppe hört ihr wiederum ab. Ist das da nicht Boos Tür? Die ist so weißlich. Wie kommt sie da hin? Ach ja. Würde ich nicht vertrauen. Wenn die da einfach so steht und vorher da irgendwo rumhing. Wird man später wohl noch gegen Randall kämpfen müssen? Bestimmt. We take a wrong turn. Who cares? All that matters is that it's the last turn that you losers are ever gonna take. Randall? Who's he? A creep we banished for trying to collect screams by force. He used to be Boo's scarer. How did you even get back here? The door we sent you through is sawdust. Yeah.
viel zu viel. Muss bestimmt heute noch 50 Mal auf Klo. Lucky for me, a real nice guy came along and fixed the door. So here I am. And starting today, I'm numero uno, top of the leaderboard, baby. Ha! You a top laugh collector? In your dreams, Randall, my laugh totals are off the charts. Who said anything about collecting laughs? I'm after negative emotions. And my new friends have kindly invaded the factory to get them for me. Negative emotions? Who's trying to know? Yeah, Organization 13 must be helping them. Laughter's just not sustainable. Once Junior chorts his last chortle, you've got to start over. But negative energy, especially sadness, give them something that really breaks their little hearts. And they'll stay sad forever. We'll never have to worry about energy again. We're not gonna let you hurt anyone like that! Huh? Not you, or your little unversed helpers! Just try and stop me. You'll see soon enough. I am gonna be a legend around this place. Now, consider your careers officially over. What? And that goes for the rest of you, too. Hey! Where'd he go? We're in control of this factory now. And I suggested a few improvements. Some real doozies I just know you're gonna love. In fact, you're not getting out of here alive. That weasel means business. He'll never quit. We have got to get Boo to safety first. Then we can take care of Randall. Time to find a way out. Yeah. Diese ewig langen Einspieler manchmal, ne? Und dann so häufig auch. Ich muss sagen, trotz vorhin hab Brezel gemacht, ne? Immer noch ein bisschen Knast habe ich noch, ne? Ja, hier die Fabrik fand ich von der Gegend irgendwie so, boah, weiß nicht, nicht langweilig, aber... Ja, doch schon eigentlich ein bisschen langweilig irgendwie. Sieht alles so gleich aus. Das ist halt eine Fabrik, ey. Hier, das ist eigentlich heute noch die Monster hier abzuschließen tatsächlich. Und danach würde ich dann nochmal in WWE reingehen und Sonic wahrscheinlich, je nachdem, wenn WWE mega Bock macht, dann vielleicht gehe ich auch vorne nochmal ein bisschen in Sonic rein und dann WWE.